Heute möchte ich mal ein Legit Duel so machen oder auch Milchmädchen genannt oder kondensierte Kondensmilch. Das kann man für alles benutzen, hauptsächlich für Kuchen, wird es genommen in Südamerika. Früher hat man den Kaffee mit gesüßt. Kann man für alles Mögliche benutzen zum Süßen. Was man jetzt dazu brauche, 1,5 Liter Milch. 200 Gramm brauner Rohrzucker. Dann benutze ich noch 1 Esslöffel Maisena und etwas Limette. Warum die Limette? Die Limette lässt die Milch etwas gerinnen. Das benutzt man auch dann, als wenn man Käse macht. Diejenigen, die Käse machen, die wissen das. So, und dann legen wir mal los. So, ich gebe jetzt meine Milch in den Mixtopf. Das ist genau 1,5 Liter Milch. Dann gebe ich meine 200 Gramm Zucker hinzu. Was ich jetzt noch dazu gebe, das müsst ihr jetzt auch gleich dazu geben. Ein guter Esslöffel Maisstärke. Das muss immer kalt verrührt werden und löst sich nicht auf. Das ist eigentlich schon alles. Was ihr später noch braucht, das ist so ein Einwegglas. Da könnt ihr das reinmachen. So, ich habe die Maschine schon laufen. Ich habe jetzt Stufe 2 eingestellt, 130 Grad. Und 45 Minuten habe ich. Restzeit ist jetzt noch 35 Minuten. Ob diese Zeit genauso stimmt, das weiß ich noch nicht. Das schreibe ich euch später noch ins Rezept rein. Ihr braucht dann noch so ein Einwegglas für eure Dulce de Leche reinzumachen. Hoy trabajo un dulce de leche con mi Thermomix OMC. Muy bom crema. So, ich bin jetzt mal mit der Stufe 1 hochgegangen auf Stufe 3 und mit der Temperatur bin ich ein bisschen runtergegangen, also von 130 auf 120 Grad. Also so sieht es dann auch schon aus. Ich würde sagen, das wird doch schon. Dann zeige ich euch mal, wie das dann eigentlich aussehen sollte. Gehe ich mal mit dem Löffel hier rein. Seht ihr, das ist jetzt schon ziemlich steif. Und wenn das jetzt abkühlt, könnt ihr mal sehen. Seht ihr, wie sich das jetzt zieht. Sobald es abkühlt, wird das steif. Eigentlich ist es jetzt ziemlich gut schon. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Insgesamt waren es 35 Minuten. Ich fülle das jetzt mal hier rein. Und dann lassen wir das mal ein bisschen abkühlen. Und dann können wir später mal sehen, das ist ja jetzt schon ziemlich steif, wie ihr seht. Oh, es gibt ein gutes Glas voll. Ja, ich möchte nichts wegschütten. Also so sieht es jetzt schon aus. Den Topf tut ihr sofort ins Waschbecken und macht heißes Wasser rein. Könnt es dann nochmal auf dem Thermomix stellen, ein bisschen Spüli rein. Dann habt ihr gleich einen sauberen Topf. Also so sieht es jetzt mal schon aus. Die wird hammermäßig, sage ich euch. Ich kannte das schon von der Karibik her, ich habe ja mal dort gelebt, wie die das dort machen. Allerdings kenne ich das dann nur in der Pfanne oder im Topf. Ich stelle das jetzt mal raus, mal für 15 Minuten und da könnt ihr mal sehen, wie steif das wird. Und dann ist es auch genauso wie diese Milchmädchen, die ihr kauft. Steht jetzt ungefähr 3-4 Minuten. Und da könnt ihr mal sehen, wie steif das jetzt schon ist. Das wird auch jetzt noch viel steifer. Das läuft schon jetzt gar nicht mehr vom Löffel runter. Und so sollte das auch sein. Wie gesagt, das wird jetzt noch steifer. Umso kälter es wird, umso steifer wird es. So soll es also sein. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe es jetzt ein bisschen abkühlen gelassen. Seht ihr? Das wird noch steifer.
So soll es aussehen. So. Könnt ihr sehen, der Löffel bleibt schon liegen oben. So schön steif ist es. Das ist jetzt ganz genau wie dieses Milchmädchen oder Dulce de Leche, sagt man auch in Südamerika. Und ihr könnt dann alles mit verfeinern. Das kann man sogar auf dem Butterbrot oder so essen. Das ist sehr, sehr lecker. Also so sieht's aus, Leute. Okay, dann ich hoffe, ihr macht's mal nach. Abonnieren nicht vergessen. Ich sag dann viel Spaß beim Nachmachen. Und tschüss, euer Marius Channel. Ciao, ciao.